Dann gucken wir mal hier drinne. Ah, da ist er. Reden. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ich habe keinen blassen Schimmer. Nimm's nicht so schwer. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt dich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Hä? Was hat denn der da im Fernseher gemacht? Ach du Scheiße. Soll ich mir das jetzt merken, oder wie? Hab ich hier irgendwas im Schreiben? Oh, Mist. Nee, hab ich nicht. Ja, okay. Muss ich gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Muss ich mir merken, halt. So, schnell wieder raus. Wenn nicht, dann muss ich hier nochmal rein. Dann dahin. Ich darf das nicht vergessen. Ich will nicht zu der Limo. Ich will hier weiter. Ich will hinters Haus. Hier sitzt er. Wie geht's denn dahin? Ich guck mich erstmal hier um. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen, wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Dann kann man hier also nichts mehr machen. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Was? Ach du Scheiße. Mist. Ich mach das jetzt einfach mal irgendwie. Geh mal dahin. Du kommst dahin. Du kommst mal dahin. Du dahin? Und du dahin? Scheiße. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt.
Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Ich gehe dann schon mal. Mist. Bis später. Ich muss das hier irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das vergessen. Das war mir sowas von klar. Ich kenne mich ja. Ich vergesse immer sowas gerne. Hey, Alu! Ah. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht mein Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Ich hab zwar jetzt einen Zettel, aber kein Stift jetzt hier. Bestimmt hat er mit meinem Kader gespielt. Wie immer. Ah, der ist ja zum Glück nicht hier. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Irgendwie ist hier was verkehrt. Ich weiß zwar aber noch nicht was. Quatsch, da jetzt immer was? Sie sind nicht... Ob der irgendwie was sagt, wenn das fährt, wenn das richtig hey, ist oder so. Das ist nicht richtig. Ich geh dann schon mal. Bis später. Ach Mann. Ich darf jetzt nochmal. Nein. Um mir das jetzt anzuklotzen, komme ich nicht da rein. Komm mal her, ja. Ach Mann. Stopp. Ich kann mir denken, dass der jetzt wieder da ist. Deswegen gehe ich jetzt nochmal raus. Gehe nochmal in die Limousine. Und benutze die nochmal. Oh oh. Das war mir nicht klar. So, jetzt kann man rein. Ich muss jetzt wieder in den Fernsehraum. Na, geht doch schon. Geht doch mal! Da muss ich rein. Ansehen. Hä? Das sind ganz andere Teile. Rede mit. Geht nicht benutzen. Keine Ahnung. Nee. Das sind ganz andere Steine. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Es würde mir also nicht springen, wenn ich das jetzt aufmale. Ich muss es mir jetzt mal so merken.
Oder ich muss es so lange probieren, bis ich es hingekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst machen soll. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Jetzt schon mal den ganzen Weg blöfen. Na los. Lauf ein bisschen schneller. Da läuft die schneller. Super. So, jetzt sind wir hier. Guck dir das an. Benutzen. Nehmen. Hallo. Hier. Hallo. Na, hä? Ah. Ja. Ich kann die nicht drehen. Ich denke jetzt einfach mal den da hoch. Den stoppe ich jetzt einfach mal dahin. Und die zwei da. Hä? Ich versuche das jetzt gerade mal mit meiner eigenen Hand darzustellen. Aber. Nee, geht nicht. Hä? Wenn ich jetzt den da hoch mache? Keine Ahnung. Muss ich irgendwie versuchen. Ich habe auch eine kleinere Hand. Jetzt ist der Typ hier. Wenn ich das jetzt weiter höher mache? Nee, heute auch nicht hin. Ich muss es ja so weit unten haben. Och Mann! Ich krieg das nicht hin. Ich bin gleich am Verzweifeln. Hey Alu! Wir wollen los. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakre bleu? Ich gehe dann... Mann! Ich dreh gleich durch. Ja, und jetzt? Alter! Ist doch nicht mehr normal hier. Vielleicht den dahin. Ich mach jetzt irgendwie, ist mir jetzt scheißegal. Irgendwann muss es schon stimmen. Ich denke mal, er würde dann mit mir quatschen oder so. Oder die wird was sagen. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Was? Hab ich das jetzt? Hey, Alu! Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja... Das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Typisch Poki. Immer auf Pokéschien. So. Das hätte ich gar nicht gedacht.